zum endgültigen Gruppenfoto kommen, müssen wir noch eine Sache tun. Wir müssen nämlich noch Friederike sich noch mal kurz vorstellen lassen für die Position der frauenpolitischen Sprecherin. Das Wichtigste dazu hat sie in ihrer allgemeinen Bewerbungsrede schon gesagt, aber wie ihr wisst, wir wählen auch noch immer extra dann im Nachhinein die Position der frauenpolitischen Sprecherin, das haben wir noch nicht getan. Wir würden der Frauen- und Geschlechterpolitischen Sprecherin, danke Caroline, wir würden euch jetzt schon vorschlagen, dass wir das dann eher unformal mit offener Abstimmung machen würden, wenn das eure Zustimmung, natürlich darf immer jemand sagen, dass er das nicht möchte und dann würden wir trotzdem natürlich in geheimer Wahl abstimmen, aber wir würden euch vorschlagen, dass wir das auch in offener Wahl schaffen. So, aber bitte, Friederike, würdest du noch mal kurz dich vorstellen als frauenpolitische Sprecherin? 2 Minuten. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, da ich in meiner ersten Bewerbungsrede auch schon länger gesprochen habe, möchte ich mich kurz fassen. Ich möchte noch 2 Punkte sagen, und zwar 2011 bin ich selbst als Menti in dieser Partei angekommen. Deshalb liegt mir das Frauen-Mentoring-Programm besonders am Herzen. Ich war und bin sehr dankbar dafür, dass ich den grünen Dschungel mit unseren ganzen Abkürzungen, unserem Parteisprech, dieser ganzen Gremienvielfalt mit kompetenter Unterstützung betreten konnte. Mentoring ist auch vor allem deshalb wichtig, um Frauen nachhaltig in ihrem Engagement zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihren Platz in unserer Partei zu finden. Wir haben im Landesverband viele Akteurinnen, die Frauen- und Geschlechterpolitik vorantreiben. Neben Anja im Abgeordnetenhaus gibt es die LRG Queer, die LRG Frauen- und Geschlechterpolitik, den genderpolitischen Koordinierungskreis und einige von den KV'en haben auch AGen. Und wenn wir über den altgrünen Tellerrand hinausschauen, gibt es da auch noch die Grüne Jugend in Berlin, die in Sachen Geschlechtergerechtigkeit auch sehr aktiv ist. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir uns gemeinsam noch besser vernetzen und gemeinsam voneinander lernen und profitieren. Denn gerade mit Blick auf den Programmprozess und den anschließenden Wahlkampf ist diese Vernetzung besonders wichtig. Und ich möchte ganz kurz noch die Zeit nutzen, mich auch bei Caroline zu bedanken, nicht nur für ihren tollen Einsatz als Frauen- und Geschlechterpolitische Sprecherin in den letzten Jahren, sondern auch dafür, dass sie immer ein offenes Ohr hatte und uns damals, als ich LRG-Sprecherin war, auch tatkräftig unterstützt hatte. Vielen Dank. Danke, Friederike. So, gibt es jetzt Widerspruch zu dem offenen Wahlverfahren? Das sehe ich nicht. Dann frage ich euch, wer Friederike zur frauenpolitischen Sprecherin im Landesvorstand wählen möchte, der die hebe bitte die Stimmkarte. Dankeschön. Wer möchte sie nicht wählen? War das ernst gemeint? Nee. Die Sprecherin der LRG Queer, die wedelte gerade ein bisschen mit ihrem Stimmzettel, deswegen war ich ein bisschen irritiert. So, wer möchte sich enthalten? Niemand? Wunderbar, dann ist Friederike einstimmig zur frauenpolitischen Sprecherin gewählt. Dann haben wir einen vollständigen Landesvorstand und das Gruppenfoto stünde jetzt an. Bitte noch mal einmal alle auf die Bühne. Ich finde, Sie haben auch noch mal alle einen Applaus verdient. Thank you.